Also es soll hier ein wunderbares Menü geben. Jetzt kann ich Sie aber doch beide einbeziehen. Wie ist das bei Ihnen? Wer steht am Herd? Wir kochen eigentlich beide zusammen regelmäßig. Ja, wir kochen eigentlich beide sehr gerne, sehr leidenschaftlich. Meistens mache ich eher so den Salat und du machst eher so das Deftige dann, oder? Ja, bei uns teilen wir uns meistens ein, aber eigentlich sind wir beide da aktiv. Kochen ist was sehr Leidenschaftliches und es fängt bei uns meistens beim Einkaufen schon an. Wir gehen zusammen über den Markt irgendwie, lassen uns ein bisschen inspirieren und immer aus den Zutaten, die wir da zusammengewürfelt haben, kochen wir dann was zusammen. Mhm. Absolutes Lieblingsgericht vorhanden? Oh, im Moment mögen wir sehr gerne so asiatische Sachen, so sehr scharfe Sachen, alles was sehr frisch ist und Hauptsache auch, Hauptsache irgendwas Scharfes, so, das mögen wir im Moment gerne. Ja, scharf und leicht, deswegen freuen wir uns umso mehr, die Weihnachts- und Wintersaison heute hier einzuläuten mit einer deftigen Ente. Leidenschaft war das Mega-Stichwort. Sie beide strahlen um die Wette. Was macht diesen tollen Mann so besonders an Ihrer Seite? Oh, Per ist einfach der tollste Mann, den ich je getroffen habe. Er ist voller Energie. Er ist ein Freigeist, so wie ich. Und ich liebe einfach, dass er mich immer zum Lachen bringt und dass er einfach diese unglaubliche und unbeschreibliche Energie hat. Das kann ich eigentlich gar nicht wirklich so in Worte fassen. Ja, Freigeist und ein bisschen Revoluzzer, aber so wollen wir ihn auch haben. Ja. Gegenfrage, was macht die Dame rechts von Ihnen so besonders? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine faszinierende Frau kennengelernt als Janni. Und als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, war mir ziemlich schnell klar, dass ich immer... Ja, ein Narr wäre, wenn ich diese Frau noch mal gehen lassen würde. Wer hat erobert? Sie ihr Herz? Sie sein Herz? Wie war das? Ich glaube, wir haben uns gesehen und viele Menschen, die wir inzwischen getroffen haben, die schon sehr, sehr lange zusammen sind, haben uns das bestätigt. Es gibt so Momente im Leben, man sieht sich und dann ist eigentlich alles klar und alles andere erübrigt sich dann. Ein großer Knall. Ja. Wie? Naja, es war aber jetzt nicht schlecht. Ne? Das geht irgendwie, finde ich, also Energie war, glaube ich, ein super Stichwort. Da steckt so viel in. Sind Sie schon verlobt? Haben Sie Planungen? Geht das so in diesem Tempo weiter? Sind Sie so, ich sag mal, Porsche-Turbo-Beziehung? Gute Frage, da müssen wir uns selber mal fragen, oder? Ja, fragen wir uns gleich mal während der Vorstellung. Ich glaube, wir müssen jetzt auch rein. Also die Familienplanung können wir dann nach der Show besprechen, weil das geht ja schnell bei Ihnen, oder? Ja, das könnte durchaus sein. Also wir gehen mal rein und danach, vielleicht gibt es schon wieder was Neues.